Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu meinem vierten Schwangerschaftsupdate. Und zwar gibt es einiges zu erzählen. Irgendwie mache ich immer alle 2 Wochen ein Update, aber irgendwie passiert in diesen 2 Wochen immer so viel. Deswegen bleibt doch dran, denn am Ende zeige ich auch meinen Babybauch, der unglaublich explodiert ist. Fangen wir denn an? Auf jeden Fall, ich plane diesen Monat, nein Quatsch, was redet denn da? Nächsten Monat eine Babyparty. Jetzt denken sich die meisten, oh, Babyparty. Ja gut, ne? Aber ich finde, wir haben so viel zu tun und wir haben so viele Freunde und Bekannte, die nicht alle in derselben Stadt wohnen, und wir würden uns freuen oder wir wünschen uns so sehr, dass wir uns alle mal wiedersehen und zusammen einfach nur feiern können, dass wir Eltern werden. Und genau deswegen machen wir halt diese Babyparty und oder auch Babyshower genannt. Die ist übrigens nicht nur für Frauen, denn ich habe verschiedene Programme auf meiner Party geplant. Dazu folgt aber auch nochmal ein anderes Video. Ich plane gerade super viel und deswegen habe ich halt auch irgendwie das Gefühl, dass ich super gestresst bin. Den ganzen Papierkram erledigen. Ich möchte den ganzen, das ganze Kinder-Erstausstattungsgedöns fertig haben. Ich möchte meine Wickelkommode fertig haben. Ich möchte alles drum und dran fertig haben, sodass ich mich um nichts mehr kümmern muss. Es ist nämlich so viel gerade. Ich freue mich einfach nur auf diese Babyparty, weil ich super viel Liebe und Zeit investiert habe, diese zu planen. Und zum Glück habe ich so liebevolle Freunde, die sich auch so mit mir freuen und mir helfen. Ja, also es wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ganz wichtiges Thema, das habe ich wochenlang nicht angesprochen, aber jetzt müssen wir es, jetzt muss ich es auch auspacken, ne? Also wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen? Große Frage. Also, fangen wir erstmal damit an. Wie ihr in meinem Baby-Sale-Video gesehen habt, bereits Klamotten gekauft habe, die sehr neutral, geschlechterneutral sind. Deswegen konnte ich mich noch nicht mal darauf einlassen, neue Sachen zu kaufen oder Freunden oder Familie schon zu sagen, ja, geht mal eher in die Richtung oder in die Richtung, weil man weiß es ja noch nicht. Also wir wollten es gerne wissen, deswegen sind wir zum Ultraschall gegangen und dann wollte ich noch was anderes dazwischen packen, dann erzähle ich die Story am Ende. Dann haben wir nämlich erste Erledigungen jetzt gemacht, und zwar, also dadurch, dass ich halt so viel Angst habe, dass ich zu viel Zeit verplemper. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich bin jetzt in der 25. Woche, also im 7. Monat, und irgendwie läuft die Zeit so schnell, also verläuft die Zeit super schnell, und ich habe dann auch irgendwie Panik, dass es zu schnell verläuft und ich den Zeitpunkt verpasse, die ganzen Sachen zu erledigen. Und deswegen habe ich einen Drang in mir, jetzt alles zu machen. Und deswegen sind wir jetzt zu Ikea gefahren und haben endlich meine Kommode gekauft für das Baby. Das ist eine riesige Kommode mit einem Wickeltischaufsatz. Und das werde ich euch in einem separaten Wickelkommoden-Video nochmal genauer vorstellen. Deko fürs Kinderzimmer einzurichten, das macht mir super viel Spaß. Und man nennt es ja auch Nesting, ne? Also die Vögel suchen ja auch irgendwann ihre Zweige und machen oder und bauen ihr Nest. Und so geht es mir genauso. Ich möchte jetzt mein Nest bauen. Und vielleicht kennt ihr das ja da draußen. Schreibt es mir doch in die Kommentare ab, wann ihr so unbedingt das Bedürfnis hattet, loszulegen. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass es bei mir so die letzten Wochen war. Und gerade so nach dem Urlaub, du kommst super entspannt wieder und denkst dir so nur, nein, ich muss so viel noch machen. Und was uns noch fehlt, sind auf jeden Fall die Erstausstattung, wie Kinderbett, also Beistellbett. Oder es gibt ja auch Betten, die ein Beistellbett, die zuerst Beistellbetten sind und die du umbauen kannst in Babybetten. Also da habe ich schon eins im Kopf und es ist nicht das Baby Bay, weil
ich auch von Freunden gehört habe, dass du nur 4-5 Monate dieses Babybell benutzen kannst und dann musst du dir ein richtiges Kinderbett zulegen und es ist mir einfach zu teuer alles. Und deswegen gucke ich mich halt um nach etwas Funktionalem. Und wenn ihr einen Tipp habt, dann schreibt es mir auch bitte in die Kommentare. Ich bin momentan ein bisschen erkältet, aber das liegt daran, dass ich aus Dubai wieder kam und irgendwie war es dann hier ein bisschen kalt in Deutschland. So wie immer halt, ne? Und dort habe ich natürlich die schöne Wärme genossen und mich gebräunt. Und jetzt komme ich wieder und hier ist es trist und es regnet. Die Nase, die ist auf jeden Fall verstopft und es ist echt anstrengend, in der Schwangerschaft krank zu sein, weil du ja nichts nehmen kannst. Und was ich jetzt genommen habe, war auf jeden Fall Kamillentee aus dem Reformhaus und habe den 10 Minuten einziehen lassen und den ganzen Tag getrunken, also immer wieder aufgegossen, mal neuen Tee aufgegossen. Aber Kamillentee soll ja top sein. Hilft zum Beispiel auch noch Salbeitee, aber dann habe ich gelesen, Salbeitee ist Gebärmutter stimulierend und kann zu Frühgeburten führen und das will ich auch nicht. Und deswegen habe ich auch noch Thymian-Tee, der übrigens sehr gut ist bei starkem Reizhusten, den ich nicht habe, aber egal, ich habe ihn trotzdem getrunken und es hat geholfen. Was mir da persönlich sehr gut hilft, ist Manuka-Honig. Das ist so ein 19-Euro-Honig in der kleinsten Dose aus dem Reformhaus und der kommt aus Neuseeland und wirkt antibakteriell. Da schwöre ich drauf, den habe ich auch vor meiner Schwangerschaft in meinen Tee reingegeben oder auch so mal mit einem kleinen Teelöffel dran genuckelt. Es hat immer geholfen gegen Halsschmerzen. Meistens nach einem Tag waren die Halsschmerzen verringert oder sogar total weg. So, und jetzt kommen wir mal bitte zum Geschlecht. Und zwar habe ich ja jetzt gesagt, dass wir beim Ultraschall waren, weil wir wissen wollten, was es wird, ein Junge oder ein Mädchen. Und es ist ja so, dass, also zumindest kann ich mir das nur so erklären, dass Frauen viel mehr so in Richtung Mädchen tendieren. Und der Arzt hat dann so gesagt, ja, kann man jetzt noch nicht so erkennen. Und dann hat sie noch ein bisschen gewartet und geguckt und an der anderen Seite geguckt. Und sie konnte es zu Beginn nicht deutlich sagen. Hat uns natürlich auch total nervös gemacht. Ja, und dann hat sie geguckt und geguckt und geguckt. Und dann irgendwann, ah, da sehe ich es. Zwei kleine Hodensäcke und ein Penis. Das wird ein Junge. Und ich so, ah, ein Junge. Und habe mich natürlich mega gefreut. Ich habe, glaube ich, an dem Tag auch ein bisschen geweint vor Freude. War in einer Sekunde kurz traurig, dass es kein Mädchen wird. Aber ich habe mich super gefreut, dass es ein kleiner Racker wird. Und ich finde, es ist umso schwerer bei der Namensgebung, weil ich habe so eine Liste voller Mädchennamen, aber nur so eine Liste voller Jungnamen. Und diese Jungnamen müssen halt auch meinem Partner, meinem Verlobten gefallen. Und das ist nicht immer der Fall. Deswegen sind wir immer noch sehr unentschlossen, was den Namen betrifft. Den will ich auch noch gar nicht verraten, der kommt, den will ich irgendwann mal sagen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, von euch ein Abo zu erhalten oder von euch Kommentare zu lesen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss! So you say you wanna get so high, breathe me in like air.